An jenem Samstag, an welchem der FC Augsburg in Paderborn gastierte, überlegten sich die Gäste bereits im Voraus, wie man sich den Tag versüßen könnte. So fanden sich rund 60 Ultras rund um die Gruppe Legio Augusta bereits in den frühen Morgenstunden in Augsburg zusammen, um mit Autos und Neunern die über 500 Kilometer nach Paderborn aufzubrechen. Man hatte sich den zentral gelegenen Rathausplatz in der Paderborner Innenstadt ausgeschaut, um dort mit den Szenepersonen noch vor dem Spiel entspannt zu frühstücken. So machte man sich keine wirkliche Platte um sportlich motivierte Heimfans oder die Staatsmacht, die bei einem solchen Langweilerspiel die Gäste sicher in Frieden lassen würde. So fanden sich also die rund 60 Augsburger gegen 10 Uhr ohne Polizeibegleitung oder ähnliches am Rathausplatz Paderborn ein und ließen sich in zwei Frühstückslokalen nieder. Die Heimszene registrierte dies parallel und sammelte sich mit etwa 30 Personen in unmittelbarer Nähe. Im ersten Jahr in der höchsten Spielklasse Deutschlands wollte man schließlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und so kam es rund 30 Minuten später zum Showdown. Paderborn läuft schwarz gekleidet um die Ecke, um dem Auswärtshaufen netterweise mal einen guten Appetit zu wünschen. Augsburg registriert binnen Sekunden, dass es jetzt losgeht, und kommt aus den Cafés gelaufen. Sobald sich beide Fronten gegenüber aufstellen, beginnt der Schlagabtausch. Ein Video eines Passanten zeigt, dass es auf beiden Seiten gelingt, ein paar ordentliche Schellen an den jeweiligen gegenüber zu verteilen. So gelingt es den Augsburger nach ein paar Momenten, einen entscheidenden Durchbruch zu erlangen, sodass erste Paderborner die Beine in die Hand nehmen. Nachdem noch einige Schwarz-Blaue in den Innenstraßen von Gästeanhängern verfolgt werden, beendet die Staatsmacht schließlich das späte Frühstück. Der Polizei gelingt es im Nachhinein, einzelne Paderborner in den Seitenstraßen festzunehmen und gegen diese ein Verfahren einzuleiten. Der Augsburg-Mob wird daraufhin gekesselt und zum Stadion eskortiert. Dort bleibt anschließend alles ruhig und Paderborn kann das Spiel letztendlich noch für sich entscheiden. Willst du mehr solcher Videos sehen, dann abonniere doch einfach diesen Kanal.